Das Spiel denkt sich gefühlt jede Runde neue Gemeinheiten aus für mich. In der letzten Folge haben wir den Exterminatus kennengelernt und ich konnte gerade noch abwenden auf eine Welt. Hab noch zwei Missionen für die Runde. Und wir gucken jetzt erstmal, ob wir jetzt hier uns so ein Favor einbauen tatsächlich. Ich würde das auf die Shield of Perseverance packen. Und ich denke, dass ich von der imperialen Flotte hier. Ach, ich krieg beide Fähigkeiten? Ich krieg beide Fähigkeiten, das ist natürlich geil. Okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Also ich habe quasi beide Sachen dann. Ich habe sowohl die Verstärkung, die ich bekommen kann. Also das Escortschiff einfach, was ich umsonst bekomme. Und ich kriege Unerbittlichkeit dann noch dazu. Okay. Dann ist es natürlich auch noch mal krasser, ey. Adeptus Astartes sind einfach noch zu teuer, leider. Ich spare mir das jetzt noch mal auf im Moment. Also 760 ist mir noch zu teuer. Ich will ein bisschen Favor erst noch sammeln bei denen. Vielleicht haben wir diese Runde noch irgendwas, was ich machen kann. Die Durchbruchmission wäre dafür da auf jeden Fall. Ach, das wird ein Omnisir-Tempel. Was ist denn hier mit? Was sind das? Ach, das ist wieder hier so eine Portalwelt. Die sind halt auch echt nicht gut, wenn ich die verlieren würde. Chance auf zusätzliche Einsätze. Was muss ich denn da machen? Durchbruchverteidiger gegen Orks. Ha. Wir probieren es, auch wenn Orks nicht unbedingt meine Lieblingsgegner sind. Weil diese Chance auf einen zusätzlichen Einsatz würde ich echt gerne. Also, vor allem jetzt jedes Mal um 10%. Das ist eigentlich schon ganz schön viel. Die drei leichten Kreuzer mit und die Dominator. Und dann würde ich wahrscheinlich noch Schwertfregatten mitnehmen. Drei Stück. Gucken, ob ich da mit den Orks irgendwie Herr werden kann. Ich muss ja eine Möglichkeit einfach alle ihre Linienschiffe vernichten, aber gegen Orks habe ich bisher wirklich die größten Probleme. Schauen wir mal. Da wurde ich bisher einfach nur jedes Mal so krass überrannt in diesen Missionen. Sind vier Plattformen, okay. Ich teile mir das jetzt mal ein bisschen auf. At your command. Ready. Setting course. Sollte versuchen, yes, Admiral. Die möglichst nach vorne schießen zu lassen. Underway. Yes, Admiral. Ship ready. Oh shit. Your orders. Da fahre ich schon mal irgendwelche Scheiße rein.
war schon mal so ein Stasisfeld. Alter, haben die viele Schiffe am Start. Enemy ship sighted. Awaiting orders. Engaging. Helm coordinates acknowledged. Ich sollte in einer Möglichkeit irgendwie die Linienschiffe von denen rausnehmen. At your command. Okay, habe ich zumindest schon mal den richtigen Gegner getroffen, sagen wir mal. Engines hot. Orders received. Awaiting orders. Engines hot. Kann ich den Rammen von hinten? Course plotted. Yes, Admiral. Underway. Ich kann. Wir müssen mehr Schaden machen. Ship ready. Okay, das hat soweit funktioniert. Wie sieht es denn hier aus? Hallo, Jungs, wo fahrt ihr denn lang? Awaiting orders. Look on target. Yes, Admiral. Das fängt ja schon super an. All ahead full. Meine Triebwerke sind mal wieder am Arsch. Ich liebe es. Einfach nur. We are the Imperial Navy. Teilweise ist es einfach echt Bullshit, was hier passiert. Wie viele Schiffe die haben. Ship ready. Das ist vollkommen lächerlich. Cruising speed set. Setting course. Engaging. At your command. Your orders. Yes, Admiral. Changing course. Soll ich das Ding jetzt hier schon wieder ohne Triebwerke irgendwie für irgendwas nützlich machen, ne? Taking heavy damage. Target locked in. Ekligen Kreuzerviech da. For the Emperor. Yes, Admiral. We lost the defense platform. Ist die nächste Plattform weg einfach. Und dann sind seine Generatoren im Arsch. Das ist schon mal was, aber das hilft mir halt absolut nicht. Jungs, warum bewegt ihr euch nicht weiter? For the Emperor. Helm coordinates acknowledged. Das ist hier die letzte Plattform, die ich jetzt noch habe. Your orders. Das ist ganz schön scheiße. Understood. Ship ready. Setting course. Sollte bei euch vielleicht auch jemand die Distanz verringern, auf die ihr schießen sollt. Awaiting orders. At your command. Okay, das Schiff ist eh gleich im Arsch. Orders received. Rammen wir es einfach in den Ork-Kreuzer rein. Und dann noch ein bisschen Schaden, dass das gut funktioniert. Helm coordinates acknowledged. Awaiting orders. Engaging. At your command. Okay, hat scheinbar gereicht, dass ich die Linienschiffe da einigermaßen in den Griff bekommen habe, die noch da waren. Das ist aber schon sehr unübersichtlich, sage ich mal, mit so vielen Schiffen dann tatsächlich. Aber es gab fleißig Erfahrungspunkte für meine ganzen Crews. Das ist gut. Da kann ich was mit anfangen dann. Und wir haben den Planeten gerettet, das ist auch gut. So, meine ganzen
Cruiser, die sind aufgestiegen. Ich erhöhe tatsächlich echt mal den Truppenwert, bei denen die jetzt den Makro voll haben und einen Navigatorpunkt schon haben. Dass ich mal langsam mich besser dann auch gegen Enterangriffe verteidigen kann und selber besser entern kann. So, eine Mission habe ich noch. Hier könnte ich was für die Inquisition tun. Was passiert, wenn ich den verliere? Okay. Was wäre das für eine Mission? Planetenangriff mal wieder, möchte ich eigentlich ungern machen. Ist noch irgendwas Wichtiges? Nein. Dann würde ich mir tatsächlich einen Kreuzerkampf gönnen. Um eine Minenwelt. Gegen das Chaos. 600 Punkten. Das machen wir. So, wir machen das jetzt zu meinem Flaggschiff. Hier kann ich jetzt ruhig die dicken Geschütze einpacken eigentlich. Das sollte mir am meisten bringen, denke ich mal. So, habe ich hier irgendwas in der Nähe, was ich nutzen kann? Das ist zu blöd da hinten. Nicht wirklich. Okay, also offene Konfrontation. Super. Man spawnt und erstmal taucht so eine Mine vor einem auf. Beste, was man sich so wünschen kann. Your orders. Engines hot. Vielleicht kann ich mich da irgendwie in diesen Nebel stellen und gucken, was dann so auf mich zukommt. Also vier Großkampfschiffe auf jeden Fall auch am Start. Jetzt die Frage, ob der noch irgendwelche Escortschiffe sich leisten konnte. Awaiting orders. Changing course. Yes, Admiral. Enemy ship sighted. Da müsste doch schon mal ein bisschen was getroffen haben, zumindest davon, ja. Okay, er fliegt mich ins Minenfeld, das finde ich sehr gut. Jo, die beiden haben schon mal einiges abbekommen. Das sind schon mal zwei leichte Kreuzer, die hier ziemlich beschädigt sind. Ship ready! Ship ready! Das sind Stasisbomben, das ist okay, die kann er gerne zünden, interessiert mich nicht. Jetzt flieg du noch in meine eigene Plasmarohre rein. Ein Traum. Jetzt würde ich meinen leichten Kreuzer da vielleicht mal rausbuxieren. Weiß, wie ich mich da wieder selber zerstört habe mit den Torpedos. Mir noch einen Rumpfbruch eingefangen habe. Setting course. At your command. Sehen wir erstmal nichts mehr. Targeting enemy vessel. Course plotted. Yes, Admiral. Da kümmere dich mal bitte um die Eskorte da. Die restlichen greifen hier alle denen an.
ready. Target locked in. Yes, Admiral. Your orders? For the Emperor. Enemy ship sighted. Awaiting orders. Down, das ist gut. Activating tactical cogitators. Underway. Ein Gegner portet auch schon raus, okay. Awaiting orders. So, dann machen. Ship ready. Engines hot. Course plotted. At your command. Der hier hat auch gleich ein großes Problem. Activating tactical cogitators. Einmal das Rausbeamen verhindern, bitte. Engaging. Aufschießen. Alle. Ship ready. Okay. Der ist auch nicht rausgekommen. Sehr gut. Okay, nice. Der kleine Kreuzer hat hier das Escort-Schiff kaputt gemacht. Bleibt nur noch er. Resuming normal functions. Yes, Admiral. Sorgen wir dafür, dass ich mir noch ein bisschen heiß wird. Cruising speed set. Ist nämlich auch noch mal schön mit meiner Stasisbombe gefangen. Target locked in. Engines hot. Resuming normal functions. Okay, das sollten wir haben. Also Kreuzerkampf kann ich sehr, sehr einfach gewinnen. Understood. For the Emperor. Auch wenn er es schafft, irgendwie Waffen von mir zu vernichten oder so. Trotzdem keine Chance. Das war's. Ganz einfache Kiste. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, 5 feindliche Schiffe kaputt gemacht. 1 ist, glaube ich, weggesprungen. Oder ist es sogar weggesprungen? Ja, doch, 1 ist rausgekommen. Aber das ging fix und wir haben eine ganze Menge Favor uns erarbeitet. Oder Ruhm, oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und ich gucke mal kurz, wie lang war die Folge. Ja. Das passt soweit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den Zug beende. Und mal gucken, was das Spiel dann für neue Schweinereien mir an den Kopf wirft. Irgendwas werden sie sich ausdenken. Bis dann.